Ja, moin, meine Freunde, was geht für Film? Ist mal für Back in Game hier für euch mit einem neuen Gameplay. Kommt da hier auf meinen Kanal, meine Freunde. Erstmal, was ihr heute so seht, ist auf jeden Fall ein richtig krasses Gameplay. Und zwar gestern ist erst das neue DLC erschienen und heute seht ihr einfach schon zu allen vier Maps eine Nuklear. Und auf jeden Fall, heute ist die Map Rift am Start. Das war auf jeden Fall mit der Weevil von den Chaos erspielt. Würde mich echt freuen, wenn ihr mal unten in der Videobeschreibung auf seinen Kanal vorbeischauen würdet. Und das ist echt meiner Meinung nach hier auf dem Anonymous Clan Channel. Seht ihr immer regelmäßig richtig gute Gameplays. Und hier seht ihr einfach auf der neuen Map, die einfach gestern erst erschienen ist. Heute seht ihr einfach schon zu allen Maps einfach eine Nuklear. Und das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall richtig krass. Deshalb würde es mich echt freuen, wenn ihr dafür einfach mal einen Daumen nach oben lassen würdet. Und auf jeden Fall wollte ich jetzt ein paar Sachen loswerden. Und zwar, ich sollte das ganze Commentary jetzt machen für 10 Minuten. Das hat mir gerade erst der Drop gesagt. Und deshalb muss ich mich jetzt einfach mal ein bisschen improvisieren, würde ich einfach mal sagen, meine Freunde. Und auf jeden Fall, morgen oder übermorgen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich morgen wird ein neues Video auch noch kommen. Und zwar zu der neuen Zombie-Map. Die habe ich am meisten gespielt, aber die Map Rift, die jetzt gerade im Hintergrund läuft, die habe ich von den ganzen Multiplayer-DLC-Maps am meisten gespielt. Deshalb würde ich sagen, dazu kann ich auch auf jeden Fall ein paar Sachen erzählen. Und zwar, die Map, die habe ich ja schon vorher ein bisschen analysiert und sowas, also in dem vorherigen Video. Da habe ich das ganze Analyse gemacht und sowas, wie das auf den ersten Eindruck so scheint. Und auf jeden Fall wollte ich da jetzt ein paar Sachen so ergänzen und sowas, weil jetzt kenne ich die Map ja besser, weil die habe ich echt extrem viel gespielt. Ich habe die gegen Veteranenbots einfach mal gespielt, so damit ich besser drauf klarkomme, weil irgendwie, ja, ein Kumpel war bei mir, der wollte halt mit Bots spielen. Und dann haben wir das alles ein bisschen getestet und auf jeden Fall, die Map habe ich natürlich auch im Multiplayer gespielt, aber hauptsächlich halt so gegen Veteranenbots. Und auf jeden Fall, die Map finde ich selber extrem gut zu spielen. Die hat irgendwie so ein Feeling, das erinnert mich alles ein bisschen an Black Ops 2. Das hat so drei Lanes und sowas, wo man lang gehen kann. Nur ein bisschen an den Seiten finde ich es ein bisschen so kacke, dass man da an den Wänden so Wandsprünge machen kann und sowas. Das kann alles ein bisschen durcheinander bringen, weil dann der Gegner leichter von hinten kommen kann und sowas. Aber sonst finde ich das auf jeden Fall richtig krass, weil das Feeling, also vom Aussehen her finde ich die Map jetzt echt gar nicht so gut, weil das erinnert mich an eine Advanced Warfare Map, wovon ich jetzt gerade nicht den Namen ganz im Kopf habe. Auf jeden Fall gab es die Map sozusagen schon mal vom Design her in Advanced Warfare. Da mochte die Map eigentlich auch nicht, aber jetzt so in Black Ops 3 ist zwar immer noch das gleiche Design, aber das Game-Feeling so, das, also wenn das alles das gleiche Map wäre, also die gleiche Map wäre nur mit anderen Designs, wie zum Beispiel Born Knockout, das ist echt eine Bomben-Map, wird auf jeden Fall Leute auch noch ein Video zu kommen mit einer Nuklear und ist echt vom Design her, finde ich, die am futuristischsten sozusagen, also echt richtig Bomben-Map, ist auch richtig cool zu spielen und sowas, aber auf jeden Fall wieder zu dieser Map zurückkommend, wollte ich sagen, dass die auch natürlich krass zu spielen ist. Die hat halt dieses Black Ops 2 Feeling, wie gesagt, erinnert mich ein bisschen sogar an Raid, was jetzt viele wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen können, aber das liegt irgendwie daran, dass die Map hat so in der Mitte, halt so eine richtig große Mitte, wo man so mit Head-Glitch-Spots und sowas, wo man die Gunfights besser, so was alles ein bisschen mehr mit Aim und sowas zu tun hat, wo man sich echt ein bisschen schon anstrengen muss. Die Seiten und sowas, die sind jetzt zwar nicht so Raid-mäßig, aber auf jeden Fall die Mitte und sowas, also allgemein die Map erinnert mich, naja, eigentlich in Black Ops 2 sind ja fast die ganzen Maps schon ein bisschen gleich gehalten, so mit den drei Lanes und sowas, und das finde ich echt auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Ich hoffe, so welche Maps werden auch weiterhin kommen. Und ja, abschließend zur Map kann ich auf jeden Fall noch sagen, dass das wirklich echt, ich hätte es niemals erwartet, weil vorher habe ich gesagt, das ist die größte Scheiß-Map und sowas, aber jetzt so zum Anschluss, wo ich die wirklich gespielt habe und mich ein bisschen mehr mit der Map auseinandergesetzt habe, kann ich wirklich sagen, dass es echt eine richtig gute Map ist. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das komplette DLC ist auf jeden Fall richtig empfehlenswert, wie ich finde, und macht auf jeden Fall richtig Spaß darauf. Und ja, das war es auch schon wieder von mir. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Das könntet ihr aber natürlich auch anhand einer Bewertung einmal hier auf den Anonymous Clan Channel zeigen. Und das war's von mir. Haut rein. Ciao.